Mods sind da. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung von Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar sind das nicht wenige, es sind 29 neue Mods und 7 Updates. Also Giants hat die Schleusen geöffnet und richtig was rausgelassen. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich bei Mike, bei Carmack und bei Matze bedanken für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wir legen gleich los, weil es sehr viele Sachen zu besprechen gibt. Und zwar fangen wir erstmal mit den Updates an, die herausgekommen sind. Und zwar sprechen wir zuerst von der Karte, die ein Update bekommen hat. Und zwar ist das die Niemandsland-Karte von Alien Jim. Downloadgröße 61,16 MB in der Version 1.2 und natürlich für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass beim Händler verschiedene Verkaufspunkte hinzugefügt worden seien. Und zwar einmal für Steine, für Getreide, für Produkte, also für der Produktionen, für Ballen und alle weiteren Produkte. Die Performance beim Händler und bei der alten Ruine ist verbessert worden durch Reduzierung der Polycounts und überflüssige Texturen seien entfernt worden. Es ist kein neuer Spielstand erforderlich. Das nächste Update ist der Case IH 7200 der Serie von Matt 26, Downloadgröße 38,77 MB in der Version 1.1.0 und für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, dass der Kraftstoff repariert worden ist, Konfiguration von Spiegeln sind hinzugefügt worden, Konfiguration der Beleuchtungslichter ist hinzugefügt worden und es wurde ein Frontlader hinzugefügt. Ein weiteres Update kommt für die Deutz-Fahr Serie 7 und für die Serie 8 von Red Cat 3D. Downloadgröße 23,33 MB in der Version 1.0.0.1 und für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, dass Änderungen vorgenommen worden seien, um mit dem Patch 1.2 zu funktionieren und auch das Problem mit dem falschen Innenraumdisplay nach dem Patch 1.2 sei korrigiert worden. Die New Holland BR6090 und die Case RB344 von Daniel X321 mit der Downloadgröße 6,66 MB in der Version 1.0.1.0 und für alle Plattformen ist das nächste Update und zwar wurde hier die Animation zum Entladen der Ballen verbessert. Der Case RB344 wurde hinzugefügt und die Desk-Version auf 63 geändert. Das nächste Update kommt von LandDev, Downloadgröße 14,22 MB in der Version 1.0.1.0 und für alle Plattformen, und zwar ist dies der JCB325T. Der Changelog sagt, die Innenkamera ist angepasst worden und die Farbe von der Palettengabel wurde korrigiert. Das Fliegel DPW Pack bekommt das nächste Update und zwar von Matthew FS mit der Downloadgröße 3,75 MB in der Version 1.0.0.1 und für alle Plattformen. Und hier wurde das Zentrum der Gravitation der Masse angepasst, so dass es jetzt realistischer zu steuern sei. Kommen wir zum letzten Update, was heute herausgekommen ist, und zwar ist das die Steinzerkleinerung Kalkproduktion von Flasti94, Downloadgröße 18,18 MB in der Version 1.1.0 und für alle Plattformen. Und hier werde ich jetzt nicht die einzelnen Punkte des Changelogs durchgehen. Der Changelog ist eingeblendet. Bitte das Video pausieren. Sollte es jetzt gerade zu schnell gehen, pausieren und in Ruhe diesen Changelog durchlesen. Kommen wir zu den neuen Mods und zwar fangen wir an mit 3 Script-Mods, die herausgekommen sind. Und zwar ist die eine Mod die Arbeitsgeschwindigkeit einstellen von Peter AH und der Modding-Welt. Downloadgröße 16 KB in der Version 2.0 und ist für PC und Mac natürlich. Mit diesem Script-Mod kann die Arbeitsgeschwindigkeit von Anbaugeräten beim Kauf im Shop eingestellt werden. Der Einstellbereich beträgt bis zu 10 km pro Stunde mehr oder weniger in jeweils 1 km/h Schritten ausgehend vom Standardwert des Gerätes.
Realistische Spieler können hier mit ihren Geräten etwas langsamer machen, was vor allem bei Youngtimer- oder Oldtimer-Geräten sinnvoll ist. Die Arbeitsgeschwindigkeit kann aber auch erhöht werden. Ein weiteres Kriterium für die Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit kann auch der vorhandene Hofschlepper sein. Hat der eigene Traktor in Bezug auf das Gerät, zum Beispiel Grubber oder Pflug, kaum Reserven, dann sollte die Arbeitsgeschwindigkeit etwas niedriger gewählt werden. Im Multiplayer kann sich jeder Spieler ein Anbaugerät mit der von ihm bevorzugten Arbeitsgeschwindigkeit kaufen. Das heißt, es gibt dann unter Umständen das gleiche Gerät mit verschiedenen Arbeitsgeschwindigkeiten im Spiel. Die nächste Script-Mod kommt von Viper GTS 96 und heißt Echte Schmutzfarbe Real Dirt. Downloadgröße 48 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac natürlich. Und hier geht es lediglich darum, ein bisschen mehr Realismus zu bekommen, wenn es darum geht, wie sich der Traktor schmutzig macht, welche Farbe der Schmutz hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieser Mod ist sehr weitläufig bekannt. Eine Mod, die kommt bei mir definitiv in den Standardordner. Die nächste Mod heißt Feldrechner und kommt von KR Softwares. Downloadgröße 24 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar kann mit dieser Mod das Rätselraten bezüglich der Menge an Dünger, Saatgut, Mist und Gülle ein Ende bereitet werden. Und zwar, weil wir jetzt die Menüoption ganz unten hier im Menü haben. Und zwar, dieser Feldrechner wird uns anzeigen, zum Beispiel Feld 1 hat eine Größe von 82,99 Hektaren. Wenn wir kalken, bräuchten wir 268.894 Liter Kalk, 17.926 Liter Mineraldünger, Flüssigdünger 24.200 Liter und so weiter und so fort. Es wird eine Zahl angegeben für jede mögliche Art von Dünger, von Kalk und ja, je nachdem, was wir aufs Feld bringen müssen. Wenn wir unten auf Saatgutverbrauch anzeigen klicken, kriegen wir ein Fenster, in welchem uns gezeigt wird, wie viel an Saatgut wir brauchen, je nach gewünschter Frucht. Also wenn wir Weizen aussehen wollen, dann brauchen wir 41.496 Liter an Saatgut. Dasselbe bei Gerste. Und so weiter und so fort. Man kann also sehen, hier Zuckerrohr, da bräuchten wir 995.000 Liter, also 996.000 Liter schon fast. Und so weiter, da sehen wir also für jede Fruchtart, welche Menge Saatgut wir einkaufen müssen. Kommen wir zum ersten Gerät, und zwar ist das der Horsch Cruiser 12XL von Tachi 007 mit der Downloadgröße von 16,75 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 14,7 Tonnen, braucht 500 PS, um korrekt bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 12 Meter und arbeitet bei 15 km/h, kostet in der Standardvariante 89.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg und ansonsten gibt es keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten, außer dass man eben hier die Arbeitsgeschwindigkeit einstellen kann. Die nächste Mod ist der Werderstedt Carrier XL 825 von Bandi 1016 mit der Downloadgröße von 9,56 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Scheibenecke kommt mit einem Gewicht von 7,9 Tonnen, braucht 340 PS, Arbeitsbreite 8,3 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 17 km/h. Preis in der Standardvariante 75.000 Euro. Auch hier kann natürlich entsprechend die Arbeitsgeschwindigkeit eingestellt werden, wenn man diesen einen Script-Mod installiert hat. Der Classliner 500 Profi L kommt von Agrardesign Austria. Downloadgröße 5,31 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schwader mit einem Gewicht von 845 Kilo, braucht 45 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,8 Metern und arbeitet bei 18 km/h. Preis in der Standardvariante 12.297 Euro. Bei der Konfiguration können wir einstellen, ob Unterlenkkugeln hinzugefügt werden oder nicht.
Und natürlich kann auch die Arbeitsgeschwindigkeit entsprechend angepasst werden. Kommen wir zu einer weiteren Mod von Agrardesign Austria. Und zwar kommt dieser Kirchner T6000 mit einer Downloadgröße von 6,66 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und hätte ich diese Mod 24 Stunden eher gehabt, hätte ich nicht auf der Oldstream Farm alles umstellen müssen, um überhaupt Dünge ausfahren zu können, weil es ist das einzige Güllenfass, das mit unter 80 PS bedient werden kann. Und zwar gehen wir die Details gleich durch. Dieses Güllefass hat 6 Kubikmeter Fassungsvolumen, wiegt 3,3 Tonnen, braucht 45 PS. Arbeitsbreite 9 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 18 km/h. 25.000 kostet die Standardversion. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Dann bei den Dekoschläuchen können dekorative Objekte hinzugefügt werden, natürlich jeweils verschiedenste Art und Weisen von Schläuchen. Dann beim Design kann hinzugefügt werden, ob die Stutzen oder die Güllekupplung entweder links oder rechts oder beidseitig angebracht wird. Und der Verteiler kann geändert werden zwischen Prallteller auf Hochdruck. Bei den Farben kann gewählt werden zwischen feuerverzinkt und verzinkt. Und bei der Designfarbe haben wir die zwei Kirchner Rot. Das Kuhn Citera Pack kommt von Matt26 mit einer Downloadgröße von 8,68 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Anbaugeräten, und zwar einmal der Citera 3000 für 26.500 Euro mit einem Saatguttank von 780 Liter, einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 120 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der große Bruder der Citera 4000 hat ein Fassungsvolumen für Saatgut von 1800 Litern, wiegt 1,6 Tonnen, braucht 150 PS, hat 4 Meter Arbeitsbreite und arbeitet natürlich auch bei 15 km/h. Preis hier 38.000 Euro. Und dazu kommt noch ein kleiner Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 825 Kilo, 100 PS braucht dieser und arbeitet bei 12 km/h und hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern. 8.000 Euro kostet dieser Tiefenlockerer. Der Lizard N012 kommt von Ostri und Slycliff, Downloadgröße 3,27 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Düngestreuer für die Kleinfarm mit einem Füllungsvolumen von 251 Liter, wiegt 125 Kilo, hat eine Streuweite von 10 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Kostenpunkt 750 Euro, sehr, sehr günstig. Konfiguration kann erweitert werden auf 330 Liter. Arbeitsgeschwindigkeit kann hier natürlich auch verstellt werden. Design kann gewählt werden mit der Abdeckung WPM oder mit der Abdeckung Scheibe oder natürlich bei der Abdeckung. Und bei den Anhängerkupplungen kann hinzugefügt werden ein Zug mal hinten, das heißt hier kann danach noch sogar noch ein Hänger angehängt werden. Bei den Farben haben wir einmal Grün, Grün 2, Grün 3, Blau, Grau, Rot und Rot 2 zur Auswahl. Der Carcor XK18 kommt von Universibu Modding mit einer Downloadgröße von 8,71 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Schüttgutkipper kommt mit einem Landevolumen standardmäßig von 23,3 Kubikmetern, hat ein Gewicht von 6,7 Tonnen, ein maximales Zuladegewicht von 17,3 Tonnen und kostet 30.665 Euro. Die Kapazität kann erweitert werden auf 27 Kubikmeter oder sogar auf 32,5 Kubikmeter. Achtung hier, das maximale Zuladegewicht ändert sich also nicht. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, Mitas, BKT und Trelleborg. Und hier kann ein Kennzeichen hinzugefügt oder auch geändert werden.
Wer kennt es nicht mehr? Das Robert-Pack. Und zwar hier das Robert-Stroh-Pack. Kommt auch von Universimu Modding. Downloadgröße 37,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Geräten. Zum ersten fangen wir an mit dem P2200. Das ist ein Einstreuer, wo man Strohballen einladen kann und damit kann man dann Stroh in die Kuhställe einstreuen. Dieser Einstreuer wiegt 6,7 Tonnen, braucht 90 PS, um bedient zu werden, kostet 51.100 Euro. Hier kann eine Erweiterung hinzugefügt werden zum Preis von 2.000 Euro. Hier gibt es kein Nummernschild, weil wahrscheinlich dieser Wagen nur auf dem Hof verwendet wird. Dann kommt der Hydro Pail 2 GT Evo und zwar mit einem Gewicht von 340 Kilo. Das ist ein Gerät, das kann an den Frontlader angebaut werden, um so Stroh direkt in den Kuhstall einstreuen zu können. Grundpreis 14.900 Euro und kann mit einer Verlängerung ausgestattet werden, mit langer Verlängerung und mit Tür und mit kurzer Verlängerung. Das sind die Optionen, die wir hierbei haben. Dann kommen wir zum Evo Lumix 230P. Natürlich einem Futtermischwagen mit einem Volumen von 30 Kubikmetern, einem Gewicht von 9,9 Tonnen, einem maximalen Zuladegewicht von 20,1 Tonne, braucht 90 PS, um bedient zu werden und kostet 70.000 Euro. Bei den Optionen haben wir die Möglichkeit, eine Bewässerung hinzuzufügen, ein Rohr hinzuzufügen, Rohr und Bewässerung hinzuzufügen. Beim Verteilsystem haben wir Förderer ohne Förderer, mit Förderer. Das kann hier dann entsprechend eingestellt werden. Und hintere Optionen haben wir ohne Optionen oder mit einer Truhe, einem Breitverteiler oder ohne Optionen. Dann kommen wir zum BMV 33 und zwar ist das auch ein Anbaugerät für den Frontlader und hierin kann direkt das Futter mit angemischt werden. Hat ein Ladevolumen von 3,3 Kubikmeter, wiegt 940 Kilo und kostet 20.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, aber ziemlich praktisch, da kann man direkt das Futter hier mit drin anmischen. Kommen wir zum MAN TGX 26640 in der Plattform-Variante. Diese kommt von Pharma 22, Downloadgröße 8,63 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW standardmäßig mit 640 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 490 Litern, Maximalgeschwindigkeit bei 80 km/h und wiegt 9,7 Tonnen. Preis in der Standardvariante ist hier bei 137.000 Euro. Design kann gewählt werden zwischen vorne, hier unten ein Gitter, dann können Hörner hinzugefügt werden oder beides. Backen, das sind die Rundumleuchten hier. Einmal die Version 1, 2, 3, 4, 5 und zurück zu Standard. Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer spezifischen Palette, eine ziemlich große Palette und die Felgenfarben ebenso. Und natürlich kann dem auch das Kennzeichen hinzugefügt oder geändert werden. Der Lizard Cull 3M kommt von Sleutjes Modding mit einer Downloadgröße von 3,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Dünger- oder Kalkstreuer für die kleine Farm, hat ein Tankvolumen von 1400 Litern, wiegt 302 Tonnen, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h und kostet 3500 Euro. Hier können wir die Reifen ändern von Breitreifen zu Standard und wieder zurück zu Breitreifen. Hauptfarbe können wir ändern aus der Standardpalette, Designfarbe ebenso und die Felgenfarbe auch. Wir kommen zu weiteren Mods von Didi Mod Passion und zwar zum einen hier das CSZ Gerätepack mit einer Downloadgröße von 9,5 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Anbauteilen und zwar ist das eine ein Adapter, der von 3-Punkt des Traktors zum Teleskoplader geht. Des Weiteren haben wir
komischerweise zweimal dasselbe Schiebeschild. 3500 Euro kostet das, wiegt eine Tonne, Arbeitsbreite 3 Meter. Und hier kann der Ankupplungstyp geändert werden zwischen 3-Punkt Teleskoplader, Radlader und 3-Punkt. Und das andere muss genau dasselbe sein. Ich habe keine Ahnung, warum das zweimal bei mir erscheint. Also sind es drei Geräte, die dazugehören zu diesem Pack. Und dann haben wir diesen Gülle-Mixer hier, der aber rein dekorativer Natur ist. Der hat also keinen Einfluss im Spiel. Das ist rein eine optische oder dekorative Option. Kostet 1000 Euro, wiegt 250 Kilo. Dann kommt die zweite Mod von Didi Mod Passion, und zwar ist das CSZ Gerätepack Zusatzfunktionen mit der Downloadgröße von 0,41 MB in der Version 1.0 und ist nur für PC und Mac. Und zwar beinhaltet dieser Käfig mit einem Ladevolumen von 2000 Litern, einem Gewicht von 250 Kilo und den Kosten von 700 Euro. Hier kann ausgewählt werden, ob dieser Käfig beladen werden soll mit Big Bags, Tanks, Netzfolie, und daher ist es nur für PC und Mac, weil es eben diese Zusatzmods, die wir gestern vorgestellt haben, also die Netzfolie oder die Garnrollen, unterstützt. Dafür ist es eigentlich gedacht. Da kann man das direkt an den Trecker anhängen, entweder direkt an den 3-Punkt, an den Frontlader, Teleskoplader oder Radlader. Im Übrigen sind diese Autoload, das heißt also, wenn man an das zum Beispiel an die Big Bags hinfährt, dann laden sich die selbst in diesen Käfig ein. Ich glaube, da passen 2 Stück rein. Bei den Tanks ebenso, und die Netzfolien und die Garnrollen sind ebenso Autoload. Die LHJ M2 Rundballengabel kommt von Pharmarie 99, Downloadgröße 1,03 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kann diese Ballengabel eine Balle transportieren, wiegt 290 Kilo und kostet 450 Euro. Auch hier kann der Ankopplungstyp gewählt werden zwischen 3-Punkt, Frontlader und wieder 3-Punkt. Die nächste Mod heißt Lizard Adapter 5R, und zwar ist es hier dieses pinke Anbauteil. Kommt von BGamer 003 mit der Downloadgröße von 1,63 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Adapter mit einem Gewicht von 245 Kilo, kostet 350 Euro und kann farblich mit der Standardpalette angepasst werden. Mit diesem Adapter kannst du an den Frontlader jedes beliebige Gerät anbauen, das einen 3-Punkte hat. Also das heißt, man kann diese Sämaschine einfach zum Beispiel auf einen Tieflader laden oder auch eventuell sogar auf einen etwas höheren Anhänger. Das kann man sehr praktisch somit verwenden. Man kann dann damit auch dies locker und einfach zum Beispiel auf ein hohes Regal raufstellen. So kann man platzsparend die Anbaugeräte parken. Die BRT-Schaufel kommt von Fred Modding mit der Downloadgröße von 1,09 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Schaufel mit einem Ladevolumen von 1000 Litern, wiegt 380 Kilo und kostet 1200 Euro. Optionen hier kann entweder mit oder ohne Gegenklinge gekauft werden. Die nächste Mod kommt von Raul I. Christi 1 VSR Modding Sur mit der Downloadgröße von 6 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist das der Micheletto AM19. Dieser Tiertransportwagen kann bis zu 30 Kühen transportieren, 51 Schweine, 51 Schafe oder 14 Pferde. Wiegt 12,8 Tonnen und kostet 67.500 Euro. Reifenvarianten gibt es hier Standard- und Breitreifen. Bei der Hauptfarbe haben wir die Standardpalette, bei der Designfarbe ebenso und bei den Felgenfarben auch. Auch hier kann natürlich das Kennzeichen hinzugefügt werden. Die nächste Mod kommt von Castor vom Deutschschweizer Agrarservice. Downloadgröße 73,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das die modulare BGA. Das ist ein Megapack. Finden wir im Baumenü unter Produktion. Und zwar gibt es hier
ein Bunker klein, Bunker mittel, Bunker mit Biogrinder, dann Bunker groß mit Biogrinder, dann gibt es den Fermenter Eck, Fermenter 100 und so weiter und so fort. Da gibt es jede mögliche Variante, dann gibt es den Nachgärer, dann gibt es ein zentrales Güllelager, Gärrestelager, dann gibt es den Generatoren, die Generatoren und den Methantank. Also ein riesengroßes Pack, gebrandet mit Lizard Energy, hervorragend gemacht, super schön für alle BGA-Freunde, hier habt ihr zum Rumbauen. Von Dogface kommt die Steinverkaufsstation und zwar mit der Downloadgröße von 89 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen und befindet sich natürlich im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Das ist die Stone Selling Station, kosten 750 Euro. Natürlich könnt ihr hier eure Steine verkaufen. Als nächster Mod kommt dieser Carport von Toggrim, 0,16 MB Downloadgröße in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar finden wir das im Baumenü natürlich unter Hallen, ist dieses Teil hier, kostet 2500 Euro und kann natürlich beliebig platziert werden. Wenn wir gleich schon da sind, dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Mod und zwar ist das universelle Vordach. Kommt von No Name, Downloadgröße 5,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier ein Pack von 5 verschiedenen Vordächern, einmal 7 Meter. Das kann irgendwo angebaut werden, wo es dann passt. Das könnt ihr dann frei festlegen, wo ihr das hinbauen möchtet. Zum Beispiel hier. Dann gibt es die 13 Meter Version, die 16 Meter Version, die 18 Meter Version und dann gibt es die ohne Stützen, das heißt einfach anbauen und gut ist. Was mich gleich zu der nächsten Mod bringt, und zwar haben wir hier hingestellt die Mod Industrielle Bäckerei von Dogface mit einer Downloadgröße von 1,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich hier kann Brot oder Kuchen hergestellt werden, zum Beispiel Brot mit Eingabe Mehl oder den Kuchen mit Eingabe Mehl, Zucker, Milch, Ei, Butter, Erdbeere und kommt der Kuchen dann raus. Diese industrielle Bäckerei soll bis zu 5-mal schneller arbeiten als die herkömmliche Bäckerei im Standard-In-Game. Auch wenn wir den Winter jetzt hinter uns lassen möchten, kommt es trotzdem hier daher, die platzierbaren Schneemänner von Top Acre 888, Downloadgröße 0,28 MB in der Version 1.0 und natürlich für alle Plattformen. Und zwar können wir die natürlich unter Sonstigem bei den Dekorationen finden. Und zwar gibt es 3 verschiedene Größen. Einmal den großen, den mittleren und natürlich der kleine Schneemann, der hier natürlich dekorativ hin platziert werden kann. Die nächste Mod heißt Altes Hofpack. Und zwar kommt dies von DMI, also Dutch Modding Incorporation, von 20 mm Normandy, Downloadgröße 26,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Hofpack, kommt mit verschiedenen Gebäuden daher. Und zwar kommt zum einen das Farmhaus, das große hier. Und dann zum anderen das andere Farmhaus, was ich hier hingebaut habe. Das ist dieses hier. Und zusätzlich kommt noch eine Garage mit einem Tor. Also Platz für kleine oder mittlere Geräte. Das sind dann diese 3 Sachen, die dieses Pack beinhaltet. Das bringt mich gleich zur nächsten Mod. Und zwar kommt diese von Chmelak. Die Mod heißt Zaun und Tor CME 001. Downloadgröße 0,26 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das natürlich hier unter Zäunen zu finden. Zum einen haben wir hier den Zaun und eben natürlich das Tor, was gezeigt, wo dir gezeigt wird, in welche Richtung es öffnet. Und dann kann weitergemacht werden mit dem entsprechenden Zaun. Dann kommen wir zu einer weiteren Mod und zwar diese kommt von Dazet. Das ist die Beton-Trennwand. Und zwar ist diese Beton-Trennwand vielleicht nützlich, wenn man einen Schuppen unterteilen möchte. Die Wand besitzt
eine Kollision, um das Schild gut zu blockieren. Das heißt, man kann hier manuell einen Bunker oder irgendwas hinbauen, wo man Schild gut reinbringen kann. Downloadgröße 63 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wir kommen schließlich und endlich doch noch zum letzten Mod. Und zwar ist das das französische Farmgebäude-Pack. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das haben wir doch schon mal angeguckt. Und zwar kommt dieses von Oma Tana mit einer Downloadgröße von 11,03 MB in der Version 1.0 und ist natürlich für alle Plattformen. Und wie üblich bei den Gebäudepacks von Oma Tana ist es so, dass man entweder Farmhäuser hinbauen kann im französischen Stil hier, also entweder die Farmhäuser, oder diese dann auch als Dekomaterial, als Dekorationsgebäude findet, im Wert von 500 Euro. Das sind dann einfach ohne die Trigger, das sind einfach dann die dekorativen Objekte. Dann kommt zu diesem Pack noch dazu ein Steinsilo. Das ist dieses hier, was wir hier stehen haben, mit einem Volumen von 5 Millionen Litern. Und dazu kommen noch einige Unterstände, die dann, also Hallen oder Unterstände, die dekorativ oder die dann genutzt werden können. Das sind auch Objekte, die mit zu dem Pack von Oma Tana gehören. Das war die Mod-Vorstellung der Mods, die heute in Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar ist es ein bisschen länger gegangen, weil es in der Tat 29 neue Mods sind, plus 7 Updates, die wir eingangs besprochen haben. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Falls noch nicht geschehen, bitte lass doch dein Abo da. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Falls noch nicht geschehen, dann lass doch deinen Daumen da, damit ich weiß, dass dir der Inhalt gefällt. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Morgen um 18 Uhr nicht vergessen einzuschalten zum Livestream von der Oldstream Farm mit unserem Oldtimer-Projekt. Vielleicht ist es denn sogar schon ein Multiplayer-Projekt. Das kann ich noch nicht so abschließend jetzt so sagen, aber das ist auf jeden Fall in Planung. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, tschüss und hasta luego.